Sie sind Unternehmer oder Forscher und Sie wollten schon immer mal wissen, was das Steinbeis-Europa-Zentrum Gutes für Sie tun kann, dann sollten Sie jetzt auf jeden Fall bei uns bleiben. Bevor wir so richtig durchstarten, bei mir steht Annette Mack vom Steinbeis-Zentrum. Und erstmal, wer ist Annette Mack? Ja, also mein Name ist Annette Mack. Ich bin für die Kommunikation am Steinbeis-Europa-Zentrum zuständig. Europa-Zentrum, haben wir dann Standort Lissabon, Moskau, Tokio oder? Wir haben Standorte in Karlsruhe und in Stuttgart und sind allerdings europaweit aktiv und darüber hinaus. Daher auch dann der Name. Und kann ich mir vorstellen, wie viele Mitarbeiter stecken dahinter? Wir haben so um die 70 Mitarbeiter aktuell. So jetzt, wenn natürlich so Steinbeis-Europa-Zentrum, da hat man schon erste Assoziationen, aber so grob, was ist so das Leistungsspektrum von Ihnen? Also die ursprüngliche Gründungsidee war die, dass man gesagt hat, es gibt in Europa sehr viel Geld und wir wollen das nach Baden-Württemberg holen. Und der damalige Wirtschaftsminister hat mit seinem ersten Europabeauftragten dieses Zentrum ins Leben gerufen, um Fördergelder nach Baden-Württemberg zu holen. Seitdem unterstützen wir den Mittelstand, aber auch Forschung, Industrie bei der Antragstellung und bei der Akquisition von Fördermitteln. Ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema, aber es ist ja ein wichtiges Thema, weil Innovation, Industriestandort da auch von abhängig ist, auch unterstützt zu werden. Die Primärzielgruppen, Sie haben sie fast schon eben genannt, es sind Also in erster Linie sind das Unternehmen, kleine, aber auch große, vor allen Dingen aber kleine mittelständische und auch Start-ups. Die zweite große Gruppe ist Forschung und Hochschule. Dritte Gruppe sind Cluster, Netzwerke, Wirtschaftsförderer. Und eine vierte große Zielgruppe ist eigentlich die Politik, weil wir auch sehr viele Projekte und Aufträge für die Politik abwickeln. Okay. Also für Europäische Kommission zum Beispiel, aber auch für die Wirtschaftsministerien, für das Forschungsministerium. Jetzt fiel aber schon ganz oft, Frau Mack, der Begriff Europa. Das ist für mich aber als Laie, sind die Experten immer, das sind die ganz großen Tanker. Das ist so Horizon 2020, das sind die Riesendinger, wo 5 Staaten und 20 Universitäten. Ist es bei Ihnen immer nur riesig oder könnte ich auch mal als kleines mittelständisches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern bei Ihnen anklopfen und sagen, können Sie was für mich tun? Ja, natürlich. Also es gibt auch kleine Programme. Wir gucken natürlich auch ganz gezielt nach dem Bedarf des Unternehmens. Es kann auch sein, dass Sie vielleicht ein nationales Förderprogramm brauchen, aber Sie können auch europäisch aktiv werden. Es gab in der Vergangenheit das sogenannte KMU-Instrument, das sich jetzt weiterentwickelt, auch über die Förderinstrumente des Europäischen Innovationsrats. Und hier können Sie allein als Mittelständler Gelder beantragen. Also ich glaube, das Thema Förderung, gerade in der heutigen Zeit, wo ja vielleicht wirtschaftlich herausfordernde Zeiten einerseits sind und man natürlich auch große Innovationsschübe, 5G, Industrie 4.0 hat, ist ja ein wichtiger Block. Aber ich habe ja ein bisschen bei Ihnen auf der Webseite gespickelt. Da gibt es ja noch ganz andere Themenblöcke, die Sie bearbeiten, die wichtig sind. Ja, also bevor Sie sich zum Beispiel entscheiden, einen Antrag zu stellen, und soweit sind, dass sie überhaupt in der Lage sind, es zu tun, gucken wir natürlich auch, wie sind die Unternehmen innovativ aufgestellt. Also haben sie überhaupt Innovationspotenzial? Weil die europäische Forschungsförderung ist eine Exzellenzförderung und wir möchten natürlich vermeiden, dass auch zu viel Enttäuschung kommt. Also man braucht auch ein gewisses Standing und eben seine eigenen Innovationsstrategien, um sich da gut aufstellen zu können. Da können Sie auch Unternehmen helfen, indem Sie ja, da müssen Sie ja quasi ins Unternehmen rein und sagen, wie ist die Lage, wo sind Potenziale, wie macht ihr das? Klassische Innovationsmanagement. Genau, wir machen auch Innenschau und schauen nach dem Bedarf. Ja, dann war da aber noch, glaube ich, noch mehr. Ich glaube, Schulung ist auch noch ein wichtiges Thema, oder? Ja, ein anderes Thema ist noch Internationalisierung. Also wir schauen auch nach internationalen Kooperationen. Wir sind in zahlreichen europäischen Netzwerken aktiv und können so Kooperationspartner finden, also rein technologische Partnerschaften. Die sowohl aus strategischer Sicht als auch aus Fördersicht manchmal dann wichtig genau, sind. Ja, genau, ist in beider Linie wichtig, genau. Und Sie sprachen das Thema Qualifizierung an, Weiterbildung. Wir haben auch ein Trainingsangebot aufgestellt, einmal zum Thema Antragstellung, auch zum Thema Projektmanagement. Wie führe ich denn so ein Projekt zu Ende, wenn ich denn dann mal den Antrag genehmigt bekommen habe? Also auch hier bieten wir Hilfestellung an für verschiedenste Zielgruppen, also auch gerade für die Forscher, für die Unternehmer, aber auch für Cluster und andere Interessierte. Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, Standorte Karlsruhe und Stuttgart. Aber jetzt wäre ich gerade aus Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg. Darf ich mich nur mal bei Ihnen tummeln und umgucken nach Leistungen, wenn ich jetzt irgendwie Schwabe oder Badener bin?
Also Sie können von überall her kommen, Sie können auch aus China kommen oder aus Brasilien. Wir bieten Ihnen maßgeschneidert eine Dienstleistung, dann eben ganz normal klassisch wie ein Beratungsunternehmen. Wenn Sie aber eine Förderung oder eine kostenlose Hilfestellung haben möchten, dann würden wir die Unternehmen bitten, dann im eigenen Land oder in der eigenen Region zu schicken. Da haben wir dann speziell für Baden-Württemberg Angebote. Sprich, weil ja gewisse Sachen eben nur auf Landesebene gefördert werden, genau. Beratungsleistungen, da wird Bremen halt sagen, hallo. Genau, da würden wir die Leute dann auch nach Bremen schicken. Die ja. hoffentlich dann auch gut aufgestellt genau. sind. So, jetzt hätte ich Interesse und sage, okay, die Welt ist groß und sie ist gut und Europazentrum könnte für mich interessant sein. Was hätte ich denn jetzt alles für Möglichkeiten, um mal da mehr drüber zu erfahren? Also eine gute Chance ist auch immer, auf eine unserer Veranstaltungen zu kommen. Wir haben sehr viele Informationsveranstaltungen. Wo finde ich die? Die finden Sie auf unserer Webseite auf jeden Fall, im Veranstaltungskalender. Was sind das für Veranstaltungen? Das sind viele Informationsveranstaltungen zur europäischen Forschungsförderung, aber auch zu technologiebezogenen Themen. Oder besuchen Sie eins der Webseminare, haben wir auch sehr viel im Angebot. Oder Sie rufen einfach an, das ist natürlich der schnellste und direkte Weg, und dann vermitteln wir Sie branchengerecht an die richtige Ansprechperson. Ah, da gibt es wirklich, also jemand Maschinenbau, und da gibt es jemanden, der ist total fit bei Ihnen in der Welt des Maschinenbaus? Ja, also unser Team ist interdisziplinär aufgestellt. Wir haben Kompetenzen aus allen Bereichen und sind auch sehr international aufgestellt. Haben also Mitarbeiter aus 15 Ländern. Wow, und wahrscheinlich haben wir Physiker, Mathematiker, Biologen, Chemiker, alles mit dabei. Wow, ein Pool des Wissens dann. Ne? Jetzt bin ich da ein bisschen neugierig, persönliche Frage, was sind so gerade die ganz großen Themen jetzt, August 2020? Also wir haben gerade ein sehr spannendes Projekt im Bereich IoT, also industrielle Fertigung und Digitalisierung in der Werkstoffbranche, ist ein interessantes Projekt. Wir sind dabei, ein großes Event vorzubereiten, das im Herbst bzw. im Winter stattfinden wird, zum neuen europäischen Forschungsprogramm, das dann heißen wird Horizon Europe. Da wird es erste Aufrufe bereits vielleicht Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres geben. Da informieren wir im Auftrag und gemeinsam mit den beiden Ministerien für Wirtschaft und Wissenschaft des Landes Baden-Württemberg. Das sind ja viele Zukunftsthemen, und das ist ja gut zu wissen, wenn jemand da up to date quasi ist. So, ich glaube, abschließend, wenn man mehr schnell mal über Steinbeis Europazentrum erfahren will, ich glaube, der schnellste Weg wird wahrscheinlich die Internetseite sein. Mhm. Das mit Veranstaltung, super Tipp. Wir werden auf jeden Fall unten in die Beschreibung Links reinsetzen, damit auch jeder schnelle Wege hat zu Ihnen. Und ich glaube, dann haben wir einen Rundumschlag gemacht, und dann sage ich an Frau Mark, Dankeschön, und hoffe, dass wir uns bald wieder hier vor der Kamera bedanke sehen. Bedanke mich. Dankeschön.